Mit dem Besten aus dem Katalog geht's bei uns hier weiter und das ist ein ganz tolles Produkt, wenn man wissen will, wie soll ich mich heute kleiden, wie soll ich mich anziehen. Und das Thema Wetter, ja, das beschäftigt uns alle. Bei uns regnet es momentan, im Rest Deutschland ist vollkommen mit Sonne bestückt. Ja, ist manchmal ein bisschen unfair, aber man sollte das ja schon wissen, bevor man aus dem Haus geht, auf was muss ich mich einstellen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, andere reagieren da ja auch ein bisschen drauf. Und wie sie das am besten tun, innen und Außenbereich, das verrät Ihnen jetzt Vivian. Ja, es ist ja tatsächlich so und da hat die Anne-Kathrin natürlich vollkommen recht, liebe Zuschauer. Man kann sich so ein bisschen an den Nachrichten orientieren, an der Wettervorhersage zum Beispiel. Und da hält man sich immer an den großen Städten fest. Mhm. Selbst wenn man da vielleicht 50, 60, 70 Kilometer weiter entfernt wohnt, ungefähr wird das schon hinhauen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass schon 20 Kilometer einen riesen Temperaturunterschied ausmachen können. Da kommt man quasi in eine andere Klimazone, je nachdem natürlich, wie die Stadt oder auch das Dorf dann gelegen ist. Bei den einen Sonne, bei der anderen Leute Regen, wie bei uns. Und deshalb macht es natürlich viel Sinn, einfach direkt vor der Haustür mal die Temperatur zu messen. Absolut, wie sieht es denn da aus, wirklich hier tatsächlich zu Hause? Und das macht man am besten mit einer Funkwetterstation. Diese Wetterstation, die wir Ihnen heute zeigen dürfen, die hat nämlich einen Außensensor. Diesen Außensensor kriegen Sie selbstverständlich schon für diesen Spitzenpreis mit nach Haus geliefert. Und der wird dann ganz einfach bitte im sonnengeschützten Bereich draußen einmal bei Ihnen angebracht. Wir haben hier eine Funkreichweite von 60 Metern zu den jeweiligen Stationen, sprich von Wetterstation zum Funkempfänger und zum Außensensor und dann auch wieder zurück. Also bitte im sonnengeschützten Bereich. So, dann wird mir jetzt natürlich hier die Außentemperatur dann angezeigt. Wie warm ist es draußen bzw. wie kalt und wie ist jetzt die Luftfeuchtigkeit? Ist auch immer wichtig. Gerade wenn man zum Beispiel sagt, Pflanzen oder Ähnliches sind draußen. Jetzt kommt natürlich auch irgendwann wieder der Winter. Da macht sowas sowieso ganz viel Sinn, gerade wenn man die Pflanzen dann rein- oder rausstellt, damit man da immer Temperatur und Luftfeuchtigkeit sieht. Aber auch im Innenbereich, wie Sie sehen, im Häuschen, da steht einmal in, wird die Temperatur gemessen und natürlich auch die Luftfeuchtigkeit für Ihr Wohlergehen, für Ihre Haustiere, für Ihre Haut und Co. Hier haben wir einmal die Uhrzeit und den Wettertrend. Wettertrend wird uns immer ganz schön hier einmal so grafisch angezeigt. Jetzt sieht es bei uns nach Sonne aus. Ja, liebe Zuschauer, wir hoffen und drücken die Däumchen. Sieht natürlich anders aus, falls es regnen sollte, bewölkt ist oder Ähnliches. Da wird das Ganze dann auch nochmal so wunderschön grafisch angezeigt, sodass Sie ganz genau wissen beim Aufstehen, was Sie denn da am Tag noch erwartet. Die Uhrzeit stellt sich automatisch ein und ist sekundengenau, wie Sie sehen. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass Sie hier nicht nach den jeweiligen Sommer- oder Winterzeiten umstellen müssen, sondern dass sich das Ganze vollautomatisch einstellt. Wir haben hier einen DCF-Empfangsmodi und der stellt dann vollautomatisch die Uhrzeit auf Sommer- und Winterzeit um. Und vor allem haben Sie immer hier die exakte, genaue Uhrzeit. Jetzt ist das aber nicht nur eine Uhr mit Außen- und Innen-Thermometer und Hygrometer und Außensensor, sondern auch noch ein integrierter Wecker. Denn sowas stellt man am besten immer aufs Nachttischschränkchen oder mal ins Wohnzimmer. Und da sehen Sie hier oben die Snooze- und Light-Taste. Wenn ich auf Light drücke, kann ich mir das Display hier wunderschön mit LEDs beleuchten lassen. Gerade auch wichtig natürlich, wenn es dunkel ist und Sie dann gerade aufwachen. Oder ich kann jetzt hier zum Beispiel auch einen Wecker einstellen. Das mache ich im hinteren Teil der Wetterstation. Und da befinden sich dann die jeweiligen Einstellungsmöglichkeiten. Über Plus und Minus kann ich dann hier ganz genau die Minuten und auch die Stunden einstellen, wann ich aufwachen möchte. Und wenn ich sage, nee, ich möchte noch was schlummern, noch 5 Minuten liegen bleiben, dann ganz einfach hier oben das Licht einmal einschalten und zudem gleich die Snooze-Taste drücken. Und so kann man dann auch die ein oder andere Minute noch länger im Bett verbringen. Aber ist das nicht toll? Also es gibt ja viele Thermometer, die man sich irgendwie in die Wohnung stellt. Nur häufig ist ja dann das Problem, das misst wirklich nur die Innentemperatur, nur was brauche ich mit der Innentemperatur, wenn ich wissen will, ich bin heute den ganzen Tag draußen, wie wird da das Wetter? Da ist es natürlich sinnvoll zu wissen, wie es innen und außen ist. Ja, und wie gesagt, das gelingt eben nur mit so einem Außensensor und der ist ganz wichtig. Den gibt es noch mit dazu, weil für 12,26 Euro denkt man ja allein die Wetterstation, das ist ja schon ein Knaller, die kostet normalerweise knapp 30 Euro. Aber jetzt gibt es eben den Außensensor noch mit dazu und das finde ich wirklich fantastisch. 12,26 Euro. Immer wissen, wie soll ich mich anziehen. Auch gerade so Luftfeuchtigkeit, ja, Wettertrend. Viele reagieren da ja auch ein bisschen mit Kopfschmerzen, Migräne. Kann man sich da schon so ein bisschen einstellen? Oder wenn Sie dann vielleicht die nächste Grillparty planen, wollen Sie natürlich auch wissen, wie wird heute so das Wetter draußen? Ist das doch fantastisch. Wie zieht man sich an? Ja, oder? Genau. Und vor allen Dingen auch schön mit diesen kleinen Symbolen. Ja, das ist so
wirklich einfach gemacht mit Sonne oder natürlich, wenn es regnen soll, mit einer kleinen Regenwolke oder wenn es dann blitzt und donnert mit so einem Blitz. Das ist natürlich toll. Auch eine schöne, große, übersichtliche Uhrzeit, das finde ich immer wichtig. Ja, wenn du im Flur irgendwo schnell lang gehst, willst du wissen, wie spät ist es, siehst du alles sofort auf einem Überblick. Und das finde ich auch klasse. Liebe Zuschauer, Sie sehen, die Wetterstation, die steht automatisch. Da haben wir hier im hinteren Teil dann einmal wie so einen kleinen Standfuß. Übrigens, batteriebetrieben ist auch mal ganz wichtig, dass Sie hier natürlich unabhängige Platzwahl haben. Und beim Funk-Außensensor, auch hier kommen wieder Batterien rein. Das sehen Sie im hinteren Teil. Da kommen einfach zweimal die Batterien Typ AAA rein. Das sind die kleinen von den kleinen, also die schlanken, dünnen. Und dann haben wir hier so eine Aufhängevorrichtung. Ne? Da ganz einfach einen kleinen Nagel mal in die Wand. Mhm. Aber ich bin mir ganz sicher, haben Sie bestimmt schon auf dem Balkon, auf der Terrasse oder vielleicht auch im Schrebergarten. Vielleicht sagen Sie ja, genau dafür hätte ich gerne eine Wetterstation, weil da sind meine Pflanzen. Darf man natürlich auch mehrfach zugreifen, wenn ja. Sie möchten. Aber wir empfehlen das Ganze natürlich vor allem auch immer für die Innenräume, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist, dass Sie zu Hause dann auch wissen, wie ist der Wettertrend. Wie Anne-Kathrin gesagt hat, den einen Tag ist es total warm und schwül, aber man packt die Jacke mit ein und den Pulli, weil gestern hat es noch geregnet. Ich meine, in Deutschland macht das Wetter ja, was es will. Und in Österreich und in der Schweiz auch. Da kann man sich ja nicht nur auf einen warmen, sonnigen Sommer einstellen, sondern da kann es wirklich jeden Tag mal regnen. Da hat man Temperaturunterschiede und das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt in den letzten Tagen oder Wochen. Am einen Tag hat man 25 Grad, am nächsten Tag nur noch 12 und das schlägt natürlich aufs Gemüt. Deshalb ist das schön, wenn man sich hier natürlich vorbereiten kann, um Erkrankungen vorzubeugen, indem man einfach die passende Kleidung wählt nach dem Wettertrend, indem man ganz genau nochmal schaut, wie wird die Temperatur denn, um Grillpartys zu planen, um die Kleidung zu planen, um zu planen, ob man die Pflanzen rein oder rausholt. Und das finde ich hier wirklich ganz toll gelöst, vor allem zu diesem Spitzenpreis. 12,26 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt normalerweise bei knapp 30 Euro. Deswegen schlagen Sie jetzt zu, das ist unser TV-Sonderpreis, der wie immer nur 2 Stunden gültig ist. Ich finde, das ist auch ein schönes Geschenk für jemanden, der sich da wirklich ein bisschen befasst mit dem Wetter, mit der Luftfeuchtigkeit, weil er sagt, ja, ich reagiere so ein bisschen mit der Haut oder meine Pflanzen, die brauchen eine ganz bestimmte Luftfeuchtigkeit. Auch ein sehr, sehr schönes Geschenk. Ich meine, für 12,26 Euro kann man ja eh nichts falsch machen. Finden Sie nicht auch? Die Bestellnummer ist die NX5793 und die 569. Und ab sofort wissen wir immer, bevor wir aus dem Haus gehen, wie müssen wir uns anziehen. Weil wenn man morgens schon vielleicht Frühschicht hat, irgendwie muss schon um 6, um 7 aus dem Haus, dann ist das Wetter ja noch ganz anders als dann irgendwann gegen Nachmittag 16 Uhr. Von daher macht das wirklich Sinn. Also greifen Sie zu, rufen Sie uns jetzt an. Warten Sie nicht zu lange. Das ist ganz neu bei uns hier im Katalog 0180 51 51 und dreimal die 2. Viel Spaß!